Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Potato. Wen machen wir denn? Raufbold hört sich gut an. Und der Ehre war natürlich auch nicht schlecht. Reichweite mit Waffenklasse Präzision. Ah, minus 30% ausweichen ist natürlich eine Sache, ne? Okay, damit mache ich ein bisschen mehr Schaden, aber da bekomme ich mehr Geld. Mehr Schaden oder mehr Geld? Ja, wir spielen in Irren. Mit mehr Schaden. Wir gehen hier voll auf Schaden rauf. Wie schnell greifen die an? 0,88. Da bin ich jetzt gespannt, ob das die richtige Antwort war. Okay, noch mehr Crit-Chance. Okay, und definitiv Tempo. Da ist das Messer. Noch eins. Hat ja eine große Reichweite. Glück ist immer so eine Sache. Kann gut sein, muss aber nicht. Das letzte Messer. Ich kann nicht auf Technik gehen. Nichts auf Fernkampf. Das mit der Ausweichen ist schade. Aber da gibt es doch bestimmt etwas, was wir dafür kriegen können. War das nicht die Couch? Oder war die Couch Tempo? Ist doch bestimmt etwas, was gut für mich ist, wenn mein Ausweichen negativ ist. Bestimmt. Ich hoffe, mein Tempo muss definitiv erhöht werden. Mehr Bäume und die Defekte. Steroide. Wie viel Crit-Chance habe ich jetzt? 38. Ja, reicht noch nicht ganz. Mehr Schaden. Ja, mehr Crit-Chance, weil mehr Crit ist natürlich auch mehr Schaden. Ja.
ich sag doch, mehr Schaden ist es. Das Wichtige ist nur, dass ich später die Washers, wie ich sie nenne, mit einem Schlag fertig mache. Die auf dich zurennen. Die großen Viecher. Wenn ich die mit einem Angriff besiegen kann, das wäre optimal vom Schaden her. Mein Ziel ist es ja auch, den Elite-Gegner, der jetzt kommt, zu besiegen. Damit ich die legendäre Truhe bekomme. Okay. Kombinieren. Oh, Crit-Treffer-Chance ist nochmal mehr Schaden. 0,5. Das ist sehr gut. Dann machen wir alles dran, dass wir die Crit-Chance erhöhen. Noch ein Messer. Ich bin eigentlich schon gespannt, wie viel Crit-Schaden das lilane Messer hochmacht. Und dann nur 0,5 oder diesmal 1. Und wie viel das legendäre macht. Das ist schon eine Menge. So, der Crit-Schaden ist schon ein bisschen busted. Dass ich auf Schaden gegangen bin. Ich denke, die machen später wirklich den heftigsten Schaden schlechthin. Okay, neu würfeln. 12% mehr Schaden. Da kann ich ja gar nicht nein sagen. Wie hoch ist meine Crit-Chance? Oh, und eine Erweiterung ist 10% auf meine Crit-Chance. 49 und 59. Dann war das mit dem Irren gut. Weil es ein Irrer. Der muss richtig Schaden machen. Habe ich ja gar keine andere Wahl, als viel Schaden zu machen mit dem. Reichweite und Angriffstempo. 4 Nahkampfschaden. Der Affe zum Heilen. Kombinieren, Leben und LP-Heilung. Ja, und den Magneten nehmen wir immer. Eine 5%ige Chance, doppelt Material zu bekommen. Der zahlt sich wortwörtlich für sich selber. Das ist eine Hausnummer. Sogar echt eine hohe Hausnummer.
Also bis jetzt läuft der Run ja wirklich gut. Ich bin positiver Dinge hier. Ich mache die ja wirklich schnell auch fertig. Gerade weil die Reichweite auch so hoch ist. Ich glaube, ich sollte die noch ein bisschen erhöhen. Aber es läuft auch ohne große Reichweite wirklich sehr gut. In der Runde werden wir richtig Cash bekommen. Ja, das Potenzial der Messer wird sich erst später zeigen. Am Anfang denkt man sich, ja, ein bisschen mehr Schaden, ein bisschen mehr Crits. Dann nimmt man doch lieber die Dolche mit Geld, aber im Nachhinein machen sie wirklich viel, viel mehr Damage. Das Geld, was ich hier jetzt verdient habe, das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe auch schon 3 Affen, also eine 24%ige Chance. Und da ist es. 0,5 Crit nochmal mehr und 10% Crit Chance. Jetzt kombinieren wir natürlich. Bin ich aber jetzt gespannt, was das legendäre Messer macht. Ich meine, die haben nicht mehr, viel mehr Grundschaden, aber der kritische Schaden ist halt eine ganz andere Liga. Die 81. Das ist einfach 21 mehr Schaden als mit dem 1 drunter. Das ist ja auch pro Angriff. Was hat der für eine Angriffsgeschwindigkeit? 0,67. Ah, wir sind erst Welle 10. Wir können das bestimmt auf 0,5 machen. Dann wären es 2 Angriffe die Sekunde. Mit so einem Damage. Das hat was. Ja, mir gefällt der Irre bis jetzt. Stimmt, der Irre hat uns ja auch diese hohe Reichweite gegeben. Es hätten ja 100 Reichweite weniger. Das ist das bei Nahkampfwaffen, macht halt Reichweite doch einen großen Unterschied. Weil einfach so viele durchtrifft, dass der Damage und die Tötungsmenge einfach wahnsinnig hoch ist. Es ist gar nicht mehr zu beschreiben, wie hoch das ist. Und das können wir uns fürs Ende sperren. Verliere ich aber 2. Okay, also hier nur ein. Wow. Perfekt, dann habe ich nur Lilane. Oh, jetzt kommt der Elite-Gegner. Jetzt bin ich gespannt. Oh, der macht Damage. Ich kann ja gar nicht mehr zu dem. Problem ist nicht, dass ich nicht töten kann, der haut einfach ab. Oh, wow, wow. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Ach, ich hätte ihn töten können, aber er war zu schnell. Okay, da muss ich das nächste Mal drauf achten, dass ich mehr Dings, mehr Tempo gehe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so abgeht. Der hat mich ja regelrecht zerfleischt. Ich habe schon eine 79%ige Chance. Das ist nicht schlecht, aber die minus 4% Crit möchte ich eigentlich jetzt nicht haben.
Das ärgert mich ein bisschen. Wäre der jetzt nicht so schnell gewesen, hätten wir den geschafft. Das war nur, weil er so schnell war. Und bei zu vielen Gegnern brauche ich auch mehr Angriffsgeschwindigkeit. Da wurde es doch noch knapp mit der Menge an Gegnern. Aber jetzt wissen wir es besser. Fürs nächste Mal. Oh, ich sollte da nicht so reinrennen. Ich muss ein bisschen mehr auf mein Leben achten. Verwerfen. Ja, na, Reichweite ist natürlich jetzt auch, ne? Hm. Ja, doch, ich nehme die Reichweite. Crit-Chance. Hat keiner gesehen. Ja, ein bisschen Tempo brauche ich. Allen so viel. Nebenbei, ich mache jetzt 109 Schaden. 109. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Damage. Das ist nicht mehr normal. Echt gelohnt, auf die Messer zu gehen. Muss ich sagen. Aber hallo. Der Schaden weg. Denk und noch mal eine Kiste am Ende. Rückstoß, sehr gut. Zwei Rüstung. Okay, jetzt sehen wir, was legendär macht. Von 31, 3, 5 und 2, 7. 10 mehr Schaden, 10 Crit mehr, 0,5 nochmal extra drauf. Und 0,05 Sekunden schneller. Allein wegen den 10 Schaden ist... Ist schon heftig. Okay, nimm ich die? Ja, doch. Ah, ja, doch. Auf die bisschen Crit kann ich ein bisschen verzichten. Ich muss doch gucken, 192. Mit dem legendären Messer mache ich einfach 192. Fast 200 Damage pro Treffer. Ich muss halt nur noch die Crit auf 100 hochpushen. Aber das sollte jetzt nicht so schwer sein. Das nehmen wir mit. Ja, Sparschwein. Könnte gerade am Ende, wenn ich jetzt sparen anfangen würde, sich lohnen. Aber ich will gar nicht sparen, also von daher weg damit. Ich heile genug. Weiter. Perfekt. Crit-Chance, Reichweite und Angriffstempo. Alle Sachen, die ich brauche.
vor allen Dingen mit der Crit-Chance bin ich dann ziemlich gut. Da bin ich über 5 zu viel. Aber ich werde wahrscheinlich eh nicht genug, oder gesagt, alle meine Messer zu legendär machen können. Von daher denke ich, dass das ganz passend wäre. Wie schnell sind die überhaupt? Nochmal. 0,67. Ich würde halt noch um 0,17 verschnellern, dass ich zweimal die Sekunde angreifen kann. Das wäre schon echt cool. Das wäre wirklich. Aber ja, wäre ich jetzt sparsam und schlau gewesen, hätte ich das Sparschwein genommen, weil damit hätte ich jetzt noch richtig Geld machen können. Aber das will ich ja gar nicht. Ich will ausgeben und stärker werden. Das ist zweimal das gleiche. Nochmal Reichweite. Okay. Zack, und 10% mehr Gegner. Sehr gut, da 95%. Hoppala. Und hier 100%. Und jetzt sind nur 0,02 mit 10%. Also ich werde die nicht auf 0,5 bringen können. Das wird nicht machbar sein. Nicht mehr machbar sein. Ich will auch nicht nur auf Angriffstempo hochgehen. Ja, 168. Das ist einfach stark. Neun Tempo. Ja. Tempo und Reichweite. Hallöchen. Ja, okay. 10. Na, ja, ist mit dem Ausweichen. Weg damit. Ja, kann ich aber meinen Crit natürlich wieder verringern ein bisschen. 200 jetzt. Oha. Das waren 168 auf 200. Also die Prozentzahl steigt auch wirklich bei Crit. Also ist für mich das mit der Prozentzahl sehr wichtig. Muss jetzt bloß nach Prozent gehen. Aber die 300 Reichweite werde ich wieder nicht hinkriegen. Wollen, die habe ich ja schon. Oder? Nein, die habe ich noch nicht. Komme ich jetzt auch, dass ich das schon habe? Habe ich nicht. Das muss ich noch schaffen. Ja, nehmen wir auch mit. Reichweite. Nochmal Reichweite. Boah, das ist die Frage. Nehme ich noch ein... Ja, komm. Nochmal Reichweite. Ich gehe jetzt hier wirklich hart auf Reichweite. Ich brauche nur noch 60. Ist es möglich?
brauche nur ein bisschen Glück. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Level-Upgrade nochmal so einen 45er kriege, wäre es fast schon sicher, dass ich schaffe. Das wäre schon echt mega, wenn ich das hinkriegen würde. Wirklich ganz anders wäre das schön. Oh, läuft aber wirklich sehr gut mit dem ganzen Damage. Der Reichweite. Mit der Reichweite tut er auch so viel auf einmal besiegen. Nein, verwerfen. Ja, müssen wir. Heilung ist immer gut. Hier 30 Reichweite. Ich brauche nur noch 31. Okay. Ich sperr's. Auch wenn's dumm ist. Da kommt 299. Wenn ich jetzt an der einen Reichweite mangeln würde, das würde mich zum Tode ärgern. Ich werde das machen müssen. Auch wenn's eigentlich doof ist mit dem Fernkampf und alles. Aber ja. Dann hätte ich den Charakter, aber es mit den 300 Reichweite ist echt nicht leicht. Ich würde schon mit allen gern ein One machen. Wenn es mit Stufe 3 ist ganz gut. Ich meine, ich müsste es eigentlich mal versuchen. Auf 4 ist es ja jetzt nicht mehr mit dieser ganzen Inflation. Aber trotzdem. Alles in Ordnung. Es ist jetzt nicht leicht, aber auch nicht schwer. So eine Stufe höher als Mitte. Es gibt ja auch noch 0. Okay, wir nehmen die Rüstung. Auch wenn es schade drum ist, aber hier erreiche ich 300. Perfekte Sehkraft. Verlangsamt die Gegner. Ärgerlich. Das ist jetzt wirklich ärgerlich. Aber ja. Ist einfach wichtig gewesen. Okay, Bosskampf. Guck mal, wie viel Schaden schon. Gerade mal gleich 15 Sekunden umgegangen. Darf ich nicht so schnell abhauen? Perfekt. Irrawan erfolgreich geschafft. Was haben wir freigeschalten? Den Jäger. Plus 100 Reichweite und 1% Schaden pro 10 Reichweite. Das ist stark. Ein Crit-Chance-Modifikator um 25% erhöht. Das ist auch super. Ernte-Modifikator werden 100% verringert. Also 0, ich kann keine Ernte ansammeln. Und Max-Leben minus 33%. Oh. Jagdtrophäe. Beim Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer erhältst du eine Chance von 33% Material. Boah, das wäre ja bei all meinen Crit-Chance-Ones so gut. Mega, es hat sich echt gelohnt. Das war der Irreron. Bis zum nächsten Mal. Ciao.